Ahoi Kapitän und willkommen zu einem neuen Taktikvideo. Es geht um Torpedotreffer ohne Wirkung. Die Frage ist, geht das überhaupt? Ja, es geht. Vielleicht ganz kurz, warum das von der Logik her funktionieren kann und muss. Also wenn man an einem Schiff mehrfach dieselbe Stelle trifft, dann ist dieses Schiff natürlich an der Stelle schon beschädigt. Und ich denke, dass genau das auch von Wargaming gewollt ist. Wenn man dieselbe Stelle trifft, passiert halt nicht so viel. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an, was das denn tatsächlich im Gefecht bedeuten kann. Das heißt, hier im direkten 1:1 mit einer Shimakaze, so in der Gearing unterwegs, Shimakaze nebelt. Das heißt, da werden jetzt Torpedos kommen, schnell noch Torpedos hinterhergesetzt, eindrehen. Ja, aber die Gearing dreht ein wie ein Backstein. Und was passiert jetzt? Torpedotreffer 1, Torpedotreffer 2. Und die Gearing ist noch da. Das waren Shimatorps. Gucken wir uns das jetzt nochmal in der Zeitlupe an. Also, der erste Treffer genau vorne am Bug bringt 13.303 Schaden und der zweite Treffer an derselben Stelle bringt nur noch 3.511 Schaden. Das heißt, wir haben so gut wie alles verloren, was wir jetzt irgendwo hier an Strukturpunkten hatten, aber wir sind trotzdem noch da. Also zwei Torpedotreffer auf ein Schlachtschiff breitseitig wären jetzt in etwa ein Schaden gewesen von 26.000, sofern nicht dieselbe Stelle getroffen wird. Gut, wir gucken uns das jetzt nochmal an, weil es geht in diesem selben Gefecht noch weiter. Also ganz wichtig, ist dasselbe Gefecht, man sieht es ja auch an der Strukturpunktzahl. Sieht immer noch nicht so gut aus. Wir attackieren jetzt hier den Nebel, weil dort eine Benson drin ist. Und diese Benson wird uns jetzt gleich aufmachen, und zwar deutlich früher als wir. Das heißt, wahrscheinlich liegt es am Kapitänsskill bzw. am Schiffsskill, dass er einfach eine deutlich höhere Erfassungsreichweite hat. So, seine Salve geht vorbei, unsere Salve trifft und da kommen die Torpedos und wieder vorne der Treffer. Und jetzt nochmal für alle, die es nicht glauben können. Also der Treffer genau vorne wieder an der Stelle und wir verlieren 34 Punkte. 34 Strukturpunkte. Das heißt also, dass das fast nicht möglich ist. Ja, okay, aber es ist eben doch möglich. Wenn man es wirklich an derselben Stelle trifft, verliert man halt nur so wenig Punkte. So viel zum Treffen mit Torpedos ohne Wirkung. Bedeutet natürlich, dass man als der überlebt, sich freut. Bedeutet aber auch, dass als derjenige, der den Zerstörer fährt, beziehungsweise ein Boot mit Torpedos, du kannst eben treffen und hast keinen Schaden. Es ist keine Verschwörung, es ist einfach so wie jetzt hier gesehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm doch einen Daumen hoch. Du kannst den Kanal auch gerne abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Du kannst dieses Video auch gerne beispielsweise auf Facebook in irgendeiner Gruppe teilen, weil ja doch sehr, sehr häufig darüber diskutiert wird, was geht, was nicht geht, Cheater hin, Cheater her. Ja, also ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Kannst auch gerne mal im Stream vorbeigucken, wenn du magst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.